Lisa. Papa. Schön, dass du gekommen bist. Leonard, hättest du kurz Zeit? Ich müsste dringend was mit dir besprechen. Klar. Sollen wir einen Kaffee trinken? Gerne. Kannst du mir noch kurz helfen? Was ist? Gefällt sie dir? Ja, sehr schön. Also, von mir aus können wir sofort los. Was ist denn? Mir ist gerade eingefallen, ich bin noch verabredet. Hab ich ganz vergessen. Ich weiß, ich sehe schrecklich aus. Aber ich hatte in den letzten Tagen leider weder die Gelegenheit, mich zu rasieren, noch mir anständige Klamotten zu kaufen. Ist doch egal. Und, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Dich endlich wiederzusehen. Ich wusste gar nicht, ob du es wirklich schaffst, nachdem euer Haus Tag und Nacht bewacht wird. Ich bin hinten raus durch den Garten. Der Polizist, der da stand, hat so angestrengt die Straße beobachtet, dass er nichts mitbekommen hat. Und Susanne? War nicht zu Hause. Hast du erzählt, dass wir uns treffen? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Warum bist du überhaupt abgehauen? Wenn sie dich kriegen, lassen sie dich nie mehr raus. Wenn sie mich kriegen. Das werden sie aber nicht. Das haben sie in den letzten Tagen auch nicht geschafft. Und was hast du jetzt vor? Ich meine, hast du einen Plan, wie es bei dir weitergehen soll? Oh ja, den habe ich. Den perfekten Plan sogar. Aber dafür brauche ich deine Hilfe. Großer Gott, wenn ich in deinem Alter mit so einem heißen Feger zusammengewohnt hätte, dann hätte ich was Besseres zu tun gehabt, als fernzusehen. Kein Interesse. Was? Ach Gott, hängst du immer noch Lisa nach? Was machst du überhaupt hier? Kleiner Kontrollbesuch, ob ich nicht völlig versumpft bin? Ich habe Leonard getroffen. Ja und? Er hat mir von deinem Problem erzählt. Dein Schulproblem. Pff. Ärztliche Schweigepflicht gilt wohl nur im Beruf, ne? Sag mal, stimmt das? Du hast eine Lehrerin erpresst? Und danach hast du auch noch seine Unterschrift auf einem Attest gefälscht. Auf einem geklauten Attest. Ja, das stimmt. Und jetzt drück mir die Lahnsteinschen Moralvorstellungen rein und verzieh dich wieder, okay? Eigentlich wollte ich dir nur meine Meinung dazu sagen. Glückwunsch, Brüderchen. Besser hätte ich es auch nicht hingekriegt. Ja, es gibt ein paar Dinge, die gehen gar nicht. Zum Beispiel ein Lahnstein ohne Abitur. Du hast halt gerade noch mal die Kurve gekriegt. In dem Fall heiligt der Zweck die Mittel. Sehe ich genauso. Schön. Gehen wir was essen? Bist eingeladen. Dann bis später. Ja, bis später. So, ich bin dann auch durch. Warte mal, sag mal, du hast nicht vielleicht eine Ahnung, warum Sarah eben so plötzlich abgehauen ist? Hat sie doch gesagt. Du meinst wegen dieser Verabredung? Das glaube ich ihr im Leben nicht. Erst will sie was Wichtiges mit mir besprechen und dann? Hast du nicht gemerkt, wie komisch sie war? Doch. Meinst du, sie hat was gehört? Die Tür war doch zu. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Warum sollte sie uns auch hinterher spionieren? Sie hat ja nicht mal einen Verdacht. Eben. Also, dann noch einen schönen Feierabend. Wir telefonieren. Etwas merkwürdig war dein Traum schon. Du hast meine Hand gehalten und dabei Leonards Namen geflüstert.
Du hast dich in ihn verliebt, oder? Du willst zurück nach Argentinien? Warum? Weil ich dort sehr glücklich war mit dir. Weißt du noch, wie ich dich von der Schule abgeholt habe? Wir sind dann meistens gleich zum Strand gefahren. Wir hatten dort eine ganz bestimmte Stelle, etwas unterhalb von dieser kleinen Tapas-Bar. Und ganz zufällig ist dann immer dieser Eisverkäufer vorbeigekommen. Und du hast alle Sorten durchprobiert. Und sonntags wolltest du immer zum Chinesen, weil du so von seinen Glückskeksen begeistert warst. Ich habe dir gerne diesen Gefallen getan. Obwohl sein Café fast so alt war wie er selbst. Du bist krank, Papa. Du brauchst einen Arzt. Ich brauche dich, Lisa. Mit dir zusammen zu sein und über alte Zeiten zu reden, das hilft mir mehr als jeder Arzt der Welt. Du musst eine Therapie machen. Du brauchst Leute, die was davon verstehen, Spezialisten. Ach, im Krankenhaus, die haben nur keine Ahnung. Das sind alles Anfänger, frisch von der Uni. Was wollen die mir schon erzählen? Nimmst du wenigstens deine Medikamente? Ja, natürlich. Ich will doch selbst, dass ich keinen Rückfall mehr bekomme. Lisa, ich habe dir schon am Telefon erzählt, dass ich zutiefst bereue, was auf dieser Hochzeit passiert ist. Aber ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Woher willst du wissen, dass sowas nicht nochmal passiert? Wird es nicht. Ich schwöre. Vertrau mir, Lisa. Versprich mir, dass du dich behandeln lässt. Ich versprech's. In der Klinik. Und Papa, ich komme nicht zurück mit dir nach Argentinien, falls du das gedacht hast. Und wir beide treffen uns erst dann wieder, wenn du etwas gegen deine Krankheit tust. Ein leichter Franzose, gereift unter der milden Sonne des Languedoc, gewürzt mit den Aromen eines mediterranen Kräutergartens. Herrgott, kriegen Sie da Prozente? Nein, wieso? Na schön, wir nehmen den. Übrigens bin ich gerade dabei, meinen Brüderchen zu überreden, doch noch zu unserer Hochzeit zu kommen. Ungeachtet aller familiären Querelen. Ich garantiere dir, du musst neben niemandem sitzen, neben dem du nicht sitzen willst. Oh. Da hatten wir wohl dieselbe Idee. Ja, sieht ganz so aus. Hallo, Konstantin, das macht die Schule. Läuft. Ich setz mich schon mal darüber. Konntest du das mit deinen Fehlzeiten klären? Ja, konnte ich. Zufrieden? Ich habe doch wohl noch das Recht, mich nach deinen schulischen Erfolgen zu erkundigen. Wenn du mein Vater wärst, dann ja. So allerdings nicht. Meine Güte, war das wieder nötig? Fängst du jetzt auch noch damit an? Der Klassiker. Der alte Graf hat seine neue Flamme mit aufs Schloss genommen und Konstantin hat einen Aufstand gemacht, so nach dem Motto, sie oder ich. Dann ist er ausgezogen und seitdem hat er... Schon gut. Ich weiß Bescheid. Susanne, jetzt pass mal auf. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, wusste Anne gar nicht, dass ich Schüler bin. Aber spätestens, als ihr das klar war, hätte sie die Bremse ziehen müssen. Das sagst du so leicht. Ich sag doch gar nicht, dass es leicht ist. Aber sie hätte eure Beziehung beenden müssen. Alles andere war unverantwortlich. Susanne, hi. Hi. Andi, was machst du denn hier? Ich denke, du bist mit Lisa verabredet. Ja, im Prinzip schon, aber sie hat jetzt kurzfristig abgesagt. Sie meinte, hier ist irgendwas Wichtiges dazwischen gekommen. Ich weiß, du hast hier deine Freunde, deine Schule. Susanne, Arno, Paul. Das willst du natürlich nicht alles verlieren. Meine Freunde sind in Argentinien. Ich hänge an ihnen genauso wie du an deinen. Ich muss nur noch das Geld zusammenkriegen, um dorthin zu kommen. Lisa, du bist die Einzige, die mir helfen kann. Wie stellst du dir das vor? Selbst wenn ich dir das Geld geben würde, du kannst doch nicht einfach so in irgendein Flugzeug steigen. Natürlich nicht. Aber lass das mal meine Sorge sein. Also, kannst du mir Geld besorgen? 200 Euro würden schon reichen. Damit willst du fliehen? Ich weiß nicht, ob... Willst du, dass ich geschnappt werde? Sie mich wieder in die Klapse stecken? Da gibt es wenigstens Ärzte. Ärzte?
Die lassen sich vielleicht einmal die Woche blicken. Höchstens. Der Rest der Zeit ist schlimmer als der Knast. Ich bin dort mit Mördern, Vergewaltigern und brutalen Schlägern zusammen. Alle vollgepumpt mit Medikamenten. Und trotzdem weißt du nie, was als nächstes passiert. Bitte hör auf. Gerade letzte Woche haben sie einen in einer Toilette mit seinen eigenen Schnürsenkeln aufgehängt. Zwei Pfleger haben ihn gefunden, gerade noch rechtzeitig. Eine Minute später und es wäre vorbei gewesen. Ich hab gesagt, hör auf! Ich schwöre dir, eher mache ich Schluss, als in diese Hölle zurückzugehen. Aber woher willst du dir da so sicher sein? Vielleicht hat Jana nur zufällig eine ganz ähnliche Kette. Ich sag doch, es ist dieselbe Kette, die bei Leonard auf dem Bett lag. Ja, und wie hat sie reagiert, als du sie darauf angesprochen hast? Ich habe nichts gesagt. Und was war mit Leonard? Also ich meine, du bist doch extra ins Krankenhaus gegangen, um mit ihm zu sprechen. Das hat sich ja wohl erledigt. Leonard hat eine Affäre, und zwar mit Jana. Deshalb, ich konnte nichts sagen. Ich bin einfach wieder gegangen. Wer weiß, vielleicht sind die beiden schon seit Wochen zusammen. Oder sogar seit Monaten. Dann hätte Jana mich die ganze Zeit über belogen. Du kennst sie natürlich viel besser als ich. Meinst du wirklich, das passt zu ihr? Darum bin ich ja so enttäuscht. Wenn das wirklich stimmen sollte, wie soll ich ihr dann jemals wieder vertrauen? Das hilft alles nichts. Wenn dir an ihrer Freundschaft etwas liegt, dann musst du klare Verhältnisse schaffen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn du zu unserer Hochzeit kommst. Ich überleg's mir, okay? Natalie befürchtet nämlich, dass ich ohne deine Anwesenheit gar kein Interesse habe, sie zu heiraten. Und da könnte auch durchaus was dran sein. Das kriegst du zurück. Eine Familie, zwei Tische. Haben Sie gerade Streit oder ist das ja einfach nur der Kindertisch? Sagen Sie mal, warum interessieren Sie sich eigentlich so auffällig für das Familienleben anderer Leute? Hatten Sie selbst nie eine? Was meinen Sie? Könnte das ein Grund sein? Wollen Sie mir den jungen Mann vielleicht vorstellen? Wie es aussieht, hat es ihm die Sprache verschlagen. Ich entscheide immer noch selbst, mit wem ich rede und mit wem nicht. Als ein von Lahnstein hat er außerdem keinerlei Interesse, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie entscheiden also schon selbst. Da sollten Sie vielleicht mal anfangen zu üben. Man sieht sich. Mann, ja, ich komm ja. Sarah, hallo. Nett, dass du mich besuchen kommst. Soll ich uns einen Kaffee machen? Bist du alleine? Ja, wieso? Wie lange geht das schon zwischen dir und Leonard? Geht was? Das will ich ja gerade von dir wissen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Nicht mal jetzt hast du den Mut, es zuzugeben. Ich, blöde Kuh, hab gedacht, wir sind befreundet. Was machst du? Lügen, immer wieder. Eiskalt. Konnte ich mich nur so in dir täuschen? Sind Sie sich sicher, dass Lisa das Haus nicht verlassen hat? Das hätte ich gesehen, hundertprozentig. Dann haben wir uns umsonst Sorgen gemacht. Dankeschön. Wir sind wieder da! Wahrscheinlich hat sie ihren MP3-Player wieder voll aufgedreht. Ich sehe mal oben nach. Okay. Ja, ich auch. Paul, danke, dass du mitgekommen bist. Selbstverständlich. Und? Wie war euer Gespräch? Ja, sobald es um eine ging, hat er wieder dicht gemacht. Also keine Ernährung. Na, sagen wir, im Millimeterbereich. Lisa ist nicht da. Glaub mir bitte. Ich wollte dir wirklich nicht wehtun. Ich
habe Leonard schon immer gemocht. Ja, und irgendwie ist mehr draus geworden. Hast du mit ihm geschlafen? Und am nächsten Tag waren wir vielleicht sogar zusammen frühstücken? Und du hast so getan, als wäre nichts gewesen? Glaubst du denn, das ist mir leicht gefallen? Wieso nicht? Du warst sehr überzeugend. Jetzt kapiere ich auch, warum Leonard ständig hier war, als du krank warst. Ich wollte es dir ja sagen, aber... Aber? Du wolltest lieber ungestört dein Vergnügen haben, hm? Bisschen Spaß unter Kollegen, hm? Das ist nicht wahr. Zwischen Leonard und mir, das ist nicht nur eine billige Affäre. Was denn? Du hast dich doch in Leonard verliebt. Also schön. Sein Name ist Adrian Degenhardt und er hat der Holding den Krieg erklärt. Was? Er will nicht eher Ruhe geben, als bis das ganze Unternehmen pulverisiert ist, und das meint er verdammt ernst. Und warum? Ich meine, er muss doch irgendein Motiv haben. Schön. Vater und er kennen sich von früher. Ich weiß auch nicht genau, was da vorgefallen ist, aber offenbar ist im Laufe der Jahre eine richtige Feindschaft daraus geworden. Und warum hat Johannes nie von ihm erzählt? Ich höre den Namen zum ersten Mal. Anscheinend hat er ihn vergessen, bis er ganz überraschend wieder hier aufgetaucht ist. Jedenfalls schreckt dieser Kerl vor nichts zurück. Er wird jeden Fehler, den wir machen, brutal ausnutzen. Wahrscheinlich plant er schon in diesem Moment den nächsten Schlag gegen die Holding. Wieso hältst du dich mit dem Kleinen auf? Ich wüsste nicht, wozu der uns nützlich sein sollte. Das ist meine Sache. Willst du jetzt ein U-Boot installieren, um über die aktuellen Familieninterne auf dem Laufenden zu sein? Vielleicht. Meine Informationen reichen dir wohl nicht. Man kann nie zu viel wissen, nur zu wenig. Wir sollten uns viel lieber auf die Holding konzentrieren. Johannes ist nervös, und zwar deinetwegen. Er wird Fehler machen, darauf sollten wir vorbereitet sein. Keine Sorge, ich verliere unser Ziel schon nicht aus den Augen. Ja, da muss ich dir leider sagen, dass du über Konstantin wohl kaum an neue Informationen über die Holding herankommen wirst. Sie interessiert ihn nicht im Geringsten. Ich sage es dir nur noch einmal. Konstantin ist meine Angelegenheit. Das geht dich überhaupt nichts an. So. Und jetzt erzähl mir mal, was du über den Jungen alles weißt. Wenn meiner Tochter was passiert ist, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Lisa ist erst 16. Und irgendwo da draußen läuft ihr Vater rum. Ein unberechenbarer Psychopath. Ich will gar nicht daran denken. Vielleicht ist sie bei einer Freundin oder einfach nur einkaufen. Das hätte ich gesehen. Ach, hören Sie doch auf! Gar nichts haben Sie gesehen, sonst wäre Lisa noch hier. Hey, Susanne. Bei Alex ist sie bestimmt nicht. Sie weiß genau, wie gefährlich er ist. Das Risiko geht sie doch nicht ein. Und wenn er ihr aufgelauert hat und sie in seine Gewalt gebracht hat, vielleicht hält er sie in irgendeinem Keller gefangen, gefesselt und geknebelt. Und ich sehe sie nie wieder. Ich hab's jetzt zigmal probiert, sie geht nicht ran. Ja, wie denn auch, wenn sie gefesselt ist? Sie informieren jetzt ihre Kollegen. Tja, und was bitte! Und wir suchen sie. Ja, und wo sollen wir anfangen? Wir klappern einfach das ganze Viertel ab. Besser als untätig rumzusitzen. Ist was? Lisa? Lisa, wo warst du? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich war im Keller. Hab mich um die Wäsche gekümmert. Wieso? Was habt ihr denn gedacht? Und deswegen sagst du mir ab? Ich wollte einfach mal allein sein. Bist du mir jetzt böse? Nein, Quatsch. Ich verliere nur nicht gerne gegen eine Maschine Kochwäsche. Hauptsache, du bist wieder da und alles ist gut. Hallo, Anne. Hallo, Leonard. Du willst bestimmt zu Sarah. Ich versuche dann mal mein Glück mit den Stellenanzeigen. Was willst du? Darf ich?
Ja, also, du erinnerst dich doch bestimmt daran, dass wir mal drüber gesprochen haben, wie es wäre, wenn, naja, einer von uns jemand anderen kennenlernt. Ob wir uns das überhaupt sagen würden, beziehungsweise wie wir damit umgehen sollten. Also, ich meine. Sprichst du von der Affäre mit Jana? Sie hat mir alles darüber erzählt. Was sie gar nicht hätte tun müssen, denn ich wusste es eh schon vorher. Also, ich meine, jetzt, wo du es weißt, wie ist das da für dich? Beschissen! Liebst du sie? Jana? Nein! Und warum hast du dann mit ihr geschlafen? Weil ich dich vermisst hab. Ich bin fast durchgedreht. Auch wenn es erbärmlich ist, das ist der einzige Grund. Wenn das der einzige Grund ist, warum muss es unbedingt meine beste Freundin sein? Was machst du denn schon wieder hier? Willst du dir gleich die nächste Erkältung holen? Sie weiß es. Wer weiß was? Na, Sarah. Sie weiß das mit Leonard und mir. Oh. Wie hat sie reagiert? Scheiß Situation. Und was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Ich liebe Leonard. Aber die Freundschaft zu Sarah ist mir auch total wichtig. Vielleicht ist es ganz gut, wenn sie endlich Bescheid weiß. Dann muss Leonard eure Beziehung nicht mehr verstecken und kann offen zu dir stehen. Und Sarah? Ach, Jana, sie ist deine Schwester. Früher oder später wird sie einsehen, dass sie euch nichts vormachen kann, wenn du und Leonard zusammen seid. Das meinst du? Ja, das meine ich. Und jetzt gehen wir rein und ich mache dir eine heiße Schokolade. Du musst nicht mehr krank sein, damit Leonard sich um dich kümmert. Hallo Konstantin. So schnell sieht man sich wieder. Kann ich Sie mitnehmen? Vielen Dank, das ist nicht nötig. Ja, aber bei der Gelegenheit können wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Oder hat Ihr großer Bruder Ihnen das verboten? Besuch für dich. Hallo. Hallo. Je später der Abend. Ich war bei Sarah. Wir haben über alles gesprochen. Willst du dich nicht setzen? Du hattest recht. Sie hat längst geahnt, dass zwischen uns was läuft. Ich weiß. Ich habe auch mit ihr geredet. Natürlich tut sie mir leid. Aber wenigstens hat dieses Versteckspiel jetzt ein Ende. Und wenn wir alle offen damit umgehen, sie kommt bestimmt darüber hinweg. Was ist denn? Ich habe beschlossen, Sarah nicht länger weh zu tun. Und deshalb, zwischen uns ist es aus, Jana.